بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben und ehrenwerten Geschwister, heute möchten wir gerne über ein weiteres Thema sprechen, was jeder Muslim wissen muss, ist die Shahada, das Glaubensbekenntnis. Wie wird man überhaupt ein Muslim? Und was macht einen überhaupt zu einem Muslim? Das ist die Shahada, das Glaubensbekenntnis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn du, jetzt sagen wir mal, du möchtest den Islam annehmen. Wir reden jetzt von jemandem, der kein Muslim ist. Du möchtest den Islam annehmen. Wie können wir diesen zukünftigen Muslim erklären, was die Shahada überhaupt bedeutet? Was können wir ihm dazu sagen? Was können wir ihm erklären? Was können wir ihm mitgeben? Wir sagen ihm, du musst bezeugen, dass niemand angebetet werden darf, außer Gott Allah. Das heißt, wir dürfen keinen Menschen anbeten. Wir dürfen keine Steine anbeten. Wir dürfen keine Symbole anbeten. Wir dürfen keine Bäume anbeten. Ja, wenn wir über das Gebet reden. Es bedeutet aber auch, dass wir niemand anderen außer Allah fürchten. Dass wir niemand anderen außer Allah lieben und dass wir auf keinen außer auf Allah vertrauen. Das bedeutet Ashhadu an la ilaha illallah. Und es bedeutet auch, dass wir alles ablehnen, was neben Allah ist. Also es gibt Dinge, die angebetet werden. Götzen zum Beispiel. Und Ashhadu an la ilaha illallah bedeutet, dass wir diese Götzen verneinen. Dass wir sagen, das ist falsch, Götzen anzubeten. Es ist nicht richtig, Menschen anzubeten. Es ist nicht richtig, ja, Steine anzubeten. Und es bedeutet auch, dass wir den Islam, der Islam ist ja die Religion Allahs und es ist die Religion der Shahada. Also die Shahada ist ja die erste Säule des Islam. Es bedeutet auch, dass wir den Islam als Religion eins schon allein bestätigen und aufgepasst, wir müssen auch im gleichen Moment alle Religionen, die daneben stehen, verneinen. Wir müssen sagen, dass alle anderen Religionen außer der Islam falsch sind. Das bedeutet, Ashhadu an la ilaha illallah. Und es bedeutet auch, dass wir uns mit den Muslimen, die ja Ashhadu an la ilaha illallah sagen, identifizieren. Dass wir uns ihnen nahe fühlen und dass wir uns von den Götzen und den Götzendienern sozusagen freisprechen. Dann kommt, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Diese zwei Dinge sind miteinander verbunden. Man muss das eine mit den anderen zusammenhalten. Wenn jemand sagt, ich möchte nur den einen Teil der Shahada sagen und den anderen nicht, dann kann man damit nicht den Islam annehmen. Das heißt, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, ist der zweite Teil der Shahada und genauso wichtig und gehört zur Shahada dazu. Das heißt, diese zwei Teile kann man nicht auseinanderhalten. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man bezeugt, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und das bedeutet, dass man sagt, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dieser Mann, der in Mekka gewesen ist, der Sohn von Abdullah, dass er ein Gesandter von Allah gewesen ist. Also Allah hat ihn entsandt. Womit? Mit dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn geschickt. Warum? Um die Menschen zu warnen, um die Menschen zu erinnern. Und wir sagen, wenn wir ashhadu anna Muhammad Rasulullah sagen, wir sagen damit, wir bezeugen, dass dieser Mann, Muhammad, die Wahrheit gesagt hat und dass er ein vertrauenswürdiger Mensch gewesen ist, dass er der beste Mensch gewesen ist und dass seine Botschaft, mit der er kam, wahr gewesen ist. Also der Koran, der Islam. Und wir sagen auch damit, dass wir Allah auf keine andere Art anbeten, außer so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gezeigt hat. Das ist, wenn wir beten wollen, wenn wir fasten wollen, wenn wir die Hajj machen wollen, wenn wir spenden wollen, wenn wir fasten wollen, wenn wir den Islam praktizieren wollen, dann dürfen wir das nur so, wie er es gezeigt hat, sallallahu alaihi wasallam. Wer hat uns das beigebracht? Also wer hat uns beigebracht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet und gefastet hat und den Islam praktiziert hat? Das waren die Sahabe, die Gefährten. Und die Gefährten haben das an ihre Schüler
also an ihre Schüler weitergegeben, die Schüler an ihre Schüler. Irgendwann mal wurde das dann an die vier Imame, die ihr kennt, ja, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, weitergegeben, und sie haben es dann weitergegeben, bis dieser Islam, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam praktiziert hat, heute zu uns gekommen ist. Das heißt, wir halten uns an der Richtlinie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn wir Allah anbeten wollen. Das heißt, wir halten uns fern von Aberglaube, von Traditionen, die gegen den Islam sprechen. Wir halten uns fern von den Erneuerungen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja nicht praktiziert hat. Wir halten uns fern von neuen Ideen, die der ein oder andere hat. Ja, der eine kommt jetzt und sagt, ich möchte einen Islam light, und der andere will einen Islam, der den Nicht-Muslimen gefällt, und der andere möchte einen Islam, der den Türken gefällt, und der eine will einen Islam, der den Balkanesen gefällt, und so weiter. Wir sagen hier Stopp, nein, wir möchten den Islam praktizieren, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat, weil der Islam ist die Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Jetzt müssen wir auch wissen, dass diese Shahada erst dann gültig ist, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt wurden. Eine der Voraussetzungen ist, dass man Wissen darüber hat. Man muss sich dafür hinsetzen und diese Shahada nochmal lernen. Was bedeutet das genau? Dann ist wichtig, dass wir Allah aufrichtig gegenüber uns verhalten, wenn wir diese Shahada aufsagen, dass wir das nur für Allah machen. Wir müssen dabei wahrhaftig sein. Wir dürfen nicht den Leuten irgendwas vorspielen und im Endeffekt machen wir was anderes. Was auch wichtig ist, ist, dass wir den Islam praktizieren, weil damit versprichst du Allah, dass du den Islam praktizierst. Und wir müssen auch alles akzeptieren, was im Islam ist, auch wenn das ein oder andere vielleicht mit einem nicht passt, oder vielleicht das ein oder andere versteht man vielleicht nicht. Es gibt Dinge im Islam, der Islam ist ja so groß, der Islam ist ja gewaltig. Es gibt vielleicht hier und da etwas, was man so nicht verstehen kann, aber trotzdem muss man als Muslim alles akzeptieren, was vom Islam ist. Was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass man Allah über alles lieben muss. Er hat uns den Islam gegeben, der größte Schatz überhaupt auf dieser Erde. Es gibt nichts Besseres als der Islam. Wir müssen dafür Allah lieben. Und wichtig ist auch zu erwähnen, dass Shahada erst dann gültig ist, wenn man auch alles andere abgelehnt hat. Alle anderen Götter und Religionen und Anbetungen. Man muss das alles ablehnen und verleugnen und sagen, das ist falsch. Dann hat man sozusagen die Shahada richtig praktiziert und richtig angewendet. Dann auch nochmal zu erwähnen, was auch wichtig ist für uns zu wissen, ist, dass es bestimmte Dinge gibt, die die Shahada auch für nichtig erklären. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns von Schirk, also von Götzendienerei und Augendienerei entfernen und vom Unglauben entfernen. Wir dürfen uns nicht lustig machen über den Islam. Wir dürfen nicht daran glauben, dass irgendwelche Sachen Einfluss haben auf uns oder auf unsere Familien oder auf die Erde, wie zum Beispiel Sternschnuppen oder Horoskope. Wir dürfen nicht zu den Zauberern gehen. Das ist auch etwas, was deine Shahada kaputt macht. Wir dürfen uns, wie ich gesagt habe, nicht über den Islam lustig machen, über Allah lustig machen, über Rasulullah lustig machen. Wir dürfen auch nicht heucheln, dass wir ja von außen her sagen, wir sind Muslim und alles ist gut, aber im Inneren haben wir ein großes Problem mit dem Islam. Wir dürfen nicht Dinge, die vom Islam sind, grundlegend vom Islam sind, kritisieren und attackieren und als schlecht reden. Es gibt Leute, die heutzutage den Hijab schlecht reden wollen. Das sind Leute, die den Islam verlassen haben. Genauso gibt es Leute, die das Gebet schlecht reden wollen oder andere Dinge schlecht reden wollen. Wir müssen wissen, wenn wir das machen, dann verlassen wir damit den Islam. Also das heißt, es gibt Dinge, wenn man sie macht, dann verlässt man damit den Islam. Und diese Dinge dürfen wir nicht tun. Wir müssen uns von diesen Dingen fernhalten. Wenn wir das verstanden haben, meine lieben Geschwister im Islam, dann wissen wir damit, was die Shahada überhaupt für eine Bedeutung hat. Und die Shahada ist der Schlüssel zum Paradies. Die Shahada, also dieses Glaubensbekenntnis, ist der Schlüssel zum Paradies. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, inna ad-din 'inda Allahi al-Islam.
Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und Allah sagt auch in einer anderen Stelle, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Wer sich eine andere Religion wünscht außer den Islam, sowas wird niemals von ihm angenommen werden bei Allah. Deswegen, die Shahada ist der Schlüssel zum Erfolg, der Schlüssel zum Paradies. Nur mit der Shahada alleine kann man auch das Paradies erreichen. Wer ohne die Shahada stirbt und wer ohne die Shahada richtig zu praktizieren stirbt, also jemand, der sagt, ich bin Muslim, aber er hat die Shahada gar nicht praktiziert und hat vielleicht sogar Dinge gemacht, die die Shahada kaputt machen, diese Menschen werden niemals das Paradies betreten können. Vielmehr werden sie im Höllenfeuer sein, so wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَهُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer ohne Shahada stirbt, wird einer der Verlierer sein, das heißt einer derjenigen sein, die im Höllenfeuer landen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Die Shahada ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Wir müssen wissen, was die Shahada überhaupt bedeutet, was damit alles zusammenhängt, damit wir auch wahre Muslime sein können. Denn die Shahada ist das Größte, was wir überhaupt haben. Die Shahada ist genau das, was uns überhaupt zu Muslimen macht. Nicht unsere Eltern machen uns zu Muslimen, nicht unsere Flagge, nicht unser Land, nicht unser Essen, nicht unsere Familie. Nein, die Shahada ist genau das, was uns zu Muslimen macht. Schaut mal, es gibt Leute, die waren keine Muslime, Deutsche, Russen, Engländer, Franzosen, und auf einmal sind sie Muslime geworden. Wodurch? Durch die Shahada. Obwohl sie gar nicht aus einem muslimischen Raum kommen, sind sie durch die Shahada Muslime geworden, und viele von ihnen sind sogar besser geworden als Muslime, die eigentlich von vornherein Muslime sind. Der Erfolg liegt bei Allah. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns allen Erfolg gibt, die Religion auf beste Art und Weise zu praktizieren. Möge Allah euch alle segnen, euch belohnen, dass ihr zugeschaut habt. Barakallahu fikum, hada wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.